meine lieben YouTuber her und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Divis Movie Channel. Ja, meine Lieben, ich bin heute zurück mit einem neuen Video und gleichzeitig auch mit einer mega coolen Film-Neuerscheinung. Und zwar geht heute alles um, ich sag's nicht, ich zeige euch jetzt einfach mal was. Bam! Ja, wenn ich euch dieses Messer zeige, wisst ihr vielleicht Bescheid, um welche Filmneuerscheinung es sich heute handelt. Yay! Und zwar um Scream 6. Wenn ihr Bock auf diese Review habt, dann wünsche ich euch jetzt ganz, ganz viel Spaß bei diesem Video. Bleibt dran und los geht's! Ja, ihr habt richtig gehört, Ghostface is back. Wie geil ist das denn? Ein neuer Scream-Teil, Scream 6. Und hier nochmal das legendäre Scream-Messer, was natürlich auch in anderen Horrorfilmen zu sehen war. Aber für mich ist es einfach nur das Scream-Messer. Und das werdet ihr nur zu Genüge sehen in diesem Film. Absolut geil. So, das erstmal dazu. Also meine Lieben, ab dem 13. Juli kommt Scream 6 auf DVD, Blu-ray, 4K UHD und als Limited 4K UHD Steelbook raus. Yay! So, so geil. Was ich zu dem Film sage, werdet ihr natürlich gleich auch herausfinden können, ob es von mir eine Empfehlung für euch ist. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass viele von euch da schon sehr aufgeregt sind und nun endlich wissen wollen, wie ist denn der Film, sollte man sich denn anschauen und, und. Also der Film steht übrigens im Verleih von Paramount Pictures und mir wurde leider nur eine Veranschauungsdisc zugeschickt, denn sonst hätte ich euch natürlich gerne die UHD gezeigt, denn ich habe den Film auf UHD sichten dürfen, was natürlich sehr, sehr cool war. Und ich würde sagen, ich lese euch jetzt erstmal die Story vor und dann kommen wir natürlich auch noch zur Besetzung und zu dem, was ich euch zu berichten habe. Und los geht's jetzt mit der Story. Nachdem sie das brutale Ghostface-Massaker mit einigen Narben überlebt haben, wollen die Schwestern Samantha und Tara Carpenter die Kleinstadt Woodsboro, die immer wieder von dem maskierten Serienmörder heimgesucht wird, hinter sich lassen und in New York ein neues Leben beginnen. Doch die Frauen müssen bald feststellen, dass man seiner Vergangenheit nicht so schnell entkommen kann. Die Manie, die alle bisherigen Ghostface-Killer ausgelöst haben, macht auch vor der Metropole New York nicht Halt. Schon bald gibt es die ersten Mordopfer zu beklagen und erneut stellt sich die Frage, wer verbirgt sich hinter der Maske? Yay! Ja, der Film geht auf jeden Fall 123 Minuten auf UHD und auf Blu-ray, auf DVD muss ich einmal nachschauen, da geht er 119. Und ja, was ich hier sehr, sehr schade finde, muss ich wirklich auch an dieser Stelle sagen, ich habe das auch schon bei anderen Filmen gemerkt, wir haben hier kein Atmos-Sound. Also Deutsch nur 5.1 und Englisch-Sound, also wenn ihr den dann in Originalvertonung hören möchtet, habt ihr natürlich Atmos und Dolby True HD 7.1. Und ja, ich habe ihn ja auf UHD gesehen. Kommen wir jetzt erstmal zum Bild und zum Ton, würde ich sagen. Das Bild war jetzt nicht so, dass ich mir so gedacht hätte, okay, den musste ich jetzt unbedingt auf 4K haben, weil der hat mich jetzt von der Qualität nicht so überzeugt. Also, dass er wirklich gestochen scharf 4K war. Also für mich war das in UHD quasi eine Blu-ray-Qualität. Ich weiß nicht, wie ihr das empfunden habt. Dann könnt ihr mir das natürlich schreiben, wenn ihr den Film schon gesehen habt. Aber auf Blu-ray muss der Bombe sein. Also ich denke, da tut sich nicht viel. Und vom Ton her war der sehr gut und äußerst passend, spannend. Dazu kommen wir aber noch. Ich möchte euch jetzt erstmal die Besetzung natürlich verraten. Und wieder mit dabei ist Jenna Ortega und Melissa Barrera. Die spielen dann natürlich die Schwestern Tara und Sam. Mit dabei ist jetzt Hayden Panettiere. Ich habe die ja schon ewig nicht mehr gesehen auf der Leinwand. Das letzte Mal in der Serie Heroes. Und jetzt war ich so ein bisschen so,
habe ich gedacht. Sie sah nicht mehr ganz so aus, wie ich das jetzt so im Kopf hatte. Ich weiß nicht, vielleicht ist das auch nur meine Einschätzung, aber könnt ihr einfach mal schauen. Auf jeden Fall war es schön, sie wiederzusehen. Mit dabei ist Jack Champion, Samara Weaving und Courtney Cox. Bei Courtney Cox habe ich gedacht, okay, ich schaue jetzt mal einmal, wie alt sie ist. Die ist 59 Jahre alt. Und bei ihr habe ich mich ein bisschen erschrocken. Ich muss das jetzt einmal kurz an dieser Stelle sagen, denn bei ihr sieht man sehr, dass sie so ja, viele Schönheits-OPs machen lassen hat. Und das war so ein bisschen ablenkend für mich sogar, als ich den Film geschaut habe. Ich weiß nicht, wie da eure Einschätzungen waren oder sind, wenn ihr den Film schon gesehen habt. Wenn ihr jetzt anschließend natürlich dann meine Review guckt, vielleicht guckt ihr sie ja auch zuerst. Aber das fand ich nicht so. Ne? Also ich weiß auch gar nicht, ob mir das jetzt halt nur so echt wirklich doll aufgefallen ist. Aber ja, das war schon krass. Naja, es geht natürlich um die Geschichte und um Ghostface und um diese zwei Schwestern. Ja, und die stehen natürlich von Anfang an im Vordergrund. Was mir ein bisschen gefehlt hat, ist so dieser Anfang von Scream. Ihr wisst ja, Ghostface' Stimme, das Telefon klingelt und dann geht halt ein Mädel dran, fragt, wer ist da und so dieses Klassische halt. Und nach Scream 5, den ich so, so, so toll fand, ich liebe den wirklich und ja, da habe ich gedacht, dass Scream 6 jetzt so, bam, nochmal eine Schippe da drauf packt, aber das war leider nicht so. Ja, und ich kann euch auch verraten, warum. Also es ist so, ihr müsst euch vorstellen, einfach ein paar Teenager sind da zusammen in ihrer Gruppe, natürlich unter anderem die zwei Schwestern und ja, versuchen da in New York halt ihr Leben zu leben und sind so auf Studentenpartys und wie das halt alles so ist, ne, mit den Teenagern in New York. Und alles ist voll schön, also die Charaktere finde ich gut ausgewählt, die Schauspieler auch. Und dann kommt es natürlich zu einem Tag, wo alle kostümiert sind. Ich verrate jetzt natürlich auch nicht zu viel, also ihr braucht keine Angst haben, ich spoiler nicht. Und da rennen natürlich mehrere als Ghostface rum. Aber einer sticht dann vom Optischen her. Das fand ich in diesem Teil ganz, ganz toll. Kann ich jetzt aber nicht verraten. Also optisch sieht Ghostface etwas anders aus als die anderen. Und das fand ich sehr geil. Und daran erkennt man ihn natürlich im Film. Und dann geht es auch relativ schnell los mit der blutigen Geschichte. Und da kann ich wirklich auch so dem Trailer zustimmen und was ich auch bisher gehört hatte, denn Scream 6 ist wirklich sehr brutal und sehr blutig. Also da geht es wirklich zur Sache. Und bei Scream 5 hatte ich ein ganz anderes Feeling, muss ich euch sagen. Es war so, die Filmreihe wurde fortgeführt und man hatte sofort so dieses Herz, die Musik. Also ihr kennt ja Scream, diesen Anfang. Und dann ist man so richtig dabei, wenn man Scream natürlich liebt. Und hier war das jetzt so, dass mir sehr viel gefehlt hat, auch viel Gefühl und ein bisschen auch was von der Story. Denn Ghostface kommt auf einmal, dann werden ganz viele umgebracht und aufgeschlitzt und das Blut fetzt, also ungelogen, das ist wirklich so. Und dann fragt man sich, wer ist denn jetzt überhaupt Ghostface? Und selbst die Teenager unter sich reden dann, du könntest es auch sein und du natürlich auch. Jeder könnte ja irgendwo ein Motiv haben, weil man ja auch eine Vorgeschichte hat. Zum Beispiel auch die zwei Schwestern. Und dann kommen wir auch zu diesem Teil, wo Courtney Cox dann ins Spiel kommt und sie natürlich auch dabei ist. Ob alle sie jetzt so mögen, lasst euch da einfach überraschen. Aber da merke ich so, als es so ja, zu der Mitte des Films hinging, wo ist Neve Campbell? Ich habe sie so, so vermisst als Darstellerin. Sie gehört einfach dazu. Und da habe ich so gedacht, was wäre Halloween ohne Jamie Lee Curtis? Wisst ihr, was ich meine? Und Neve Campbell war einfach nicht dabei. Und ja, sie gehört dazu. Und
dann fehlt so irgendwas. Mir ging es so, ich weiß nicht, wie es bei euch war, ob ihr sagt, nee, die Besetzung war jetzt alles klasse und das war ja im fünften Teil halt anders. Man kann die Geschichte natürlich nicht ändern. Es ist jetzt so, was ich sehr, sehr schön fand in dem Film. Ich weiß nicht, wie ich es verraten soll, ohne dass ich euch etwas verrate. Aber ihr habt sehr viele Einblicke in die alten Teile nochmal in Form von materiellen Dingen. Ja, ich glaube, so kann ich es am besten formulieren. Denn da gibt es einen bestimmten Raum und der ist einfach der Wahnsinn. Als Scream-Fan und überhaupt, er ist der Hammer. Ja. Und wenn ihr Scream mögt, dann kann ich euch auf jeden Fall sagen, ihr könnt euch diesen Film anschauen. Der ist spannend und Ghostface ist auch sehr cool und bis zum Ende hin bleiben natürlich alle Fragen offen. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass ich schon so vorher gedacht habe, ja klar, der ist Ghostface, ist doch easy hier. Nee, also überhaupt nicht. Ihr werdet natürlich überrascht und es kommen auch so Momente, wo er aus dem Nichts kommt und ihr euch total erschreckt. Mir ging das auf jeden Fall so. Ich habe wieder die Luft angehalten, weil er mega spannend war. Nur leider, wie gesagt, war er für mich viel schlechter als der fünfte Teil. Und das hat mich so ein bisschen traurig gemacht. Ja, weil ich mich so drauf gefreut habe, der Trailer so dermaßen geil war mit dieser U-Bahn. Und dann ist Ghostface auf einmal in der U-Bahn. Auch übrigens eine mega geile Filmszene. Müsst ihr euch anschauen. Und dann bin ich auf jeden Fall gespannt auf eure Meinung. Ob ihr sagt, ja, Scream 6 ist schlechter als der fünfte Teil oder ob ihr sagt, nee, Divi, der sechste ist voll der Hammer und ja, weiß gar nicht, was du da redest. Dann schreibt mir das auf jeden Fall mal in die Kommentare. Ich bin da sehr gespannt drauf, was ihr dazu sagt, ob ihr euch natürlich auch auf den Film schon freut, ob ihr den vielleicht auch schon im Kino gesehen habt und ich jetzt so die Letzte bin, die den zu Hause geguckt hat. Wer weiß, wer weiß. Aber ihr werdet diese hübsche Backmesserperle sehr, sehr oft sehen und es geht blutig zu. Es geht blutig zu. Also, wie gesagt, ab dem 13. Juli kommt Scream raus und ihr könnt euch den natürlich dann auf DVD, Blu-ray oder UHD kaufen. Und ja, ich freue mich jetzt auf das, was ihr mir unten in die Kommentare schreibt. Bin ganz gespannt drauf und würde sagen, wir sehen uns natürlich demnächst wieder. Wenn euch meine Review gefallen hat, dann hinterlasst mir gerne den Daumen nach oben. Da würde ich mich sehr darüber freuen. Auch wenn ihr mir ein Abo dalasst und wenn ihr dann anschließend dieses Mini-Mini-Glöckchen aktiviert, seht ihr natürlich auch sofort, wenn von mir ein neues Video online kommt. Wir sehen uns ganz, ganz bald wieder und ich wünsche euch jetzt noch einen megamäßigen, screamigen Tag. Also bis dann, meine Lieben. Macht's gut. Ciao.